wird es wieder zumindest ein bisschen transatlantisch. Nikolaus Huss von der vom Verein Zuma e.V. Wird eigentlich über die politische Dimension von Suchmaschinenmonopolen sprechen und eine Initiative vorstellen, die sich nicht nur damit beschäftigt, sondern auch das Thema Suchmaschinenmonopole verändern will, nämlich den Open Web Index. Und was das ist, das erzählt Nikolaus am besten selber. Schön, dass du da bist. So, muss mich erst mit der Technik betraut machen. Ich bin jetzt das Kontrastprogramm. Ja. Ich bin das Kontrastprogramm. Erstens, weil ich männlich bin. Zweitens, weil mein Sohn Wirtschaftsinformatik studiert, ich nicht weiß, was Rails ist. Und hatten schon länger in der Frage unterwegs bin. Ich habe die Safe Harbor Entscheidung heute nicht bestellt, deswegen. Aber es ist eigentlich eine gute Ausgangsbasis zu erklären, warum das mit dem Open Web Index eine gute Initiative ist. Das Safe Harbor oder viele der politischen Diskussionen über die Frage, wie behauptet sich Europa, wie behaupten sich Bürgerrechte eigentlich gegenüber sozusagen der kommerziellen Internetindustrie, laufen nach dem Muster, wir müssen uns wehren. Das machen alle möglichen Menschen ganz gut in Europa. Da gibt es Demos dagegen, da wehrt man sich dagegen und dann gibt es manchmal auch Gerichte, die richtig entscheiden. Die andere Frage aber, wie eigentlich gewinnt Europa sozusagen internettechnisch oder internetwirtschaftlich eigentlich gemeinsam Stärke, die beantwortet eigentlich niemand. Und ich glaube, das ist die Frage, die sich Europa selber stellen muss. Sozusagen, man kann das eine verhindern, man kann sozusagen all diese Wünsche, die mit dem Internet früher verbunden waren, zu sagen, es ist ein freies, das ist sozusagen eine freie Area und das ist sozusagen jenseits jedes Rechtsraums. Und jetzt hat sich aber herausgestellt, nö, das ist überhaupt nicht jenseits jedes Rechtsraums, sondern es ist stark geregelt und es ist schon längst sozusagen ein Gegenstand monopolistischer Unternehmen, die alle im Silicon Valley sind, die alle technologisch hochleistungsfähig sind, das muss man sagen, und wo sozusagen Europa ein bisschen quengelnd, nervend am Rande steht und sozusagen immer wieder mal ein bisschen Sand reinstreut. Schön, Sand reinzustreuen, aber es hilft nichts. Der Open Web Index ist sozusagen ein Ansatz und es ist erst ein Ansatz und sozusagen wir sind mitten in der Diskussion, darum zu sagen, okay, wir müssen uns eigentlich in Europa überlegen, wenn wir das mit den Bürgerrechten, wenn wir das mit wettbewerblich, wenn wir das mit Offenheit im allgemeinen Sinne ernst nehmen, müssen wir uns eigentlich überlegen, wie schafft es Europa, aus seiner sozusagen Wahrnehmung, was Bürgerrechte und Transparenz ist, eigentlich eine eigene Internetwirtschaft zu entwickeln, die auch leistungsfähig ist. Deswegen ist sozusagen der Ansatzpunkt auch zu sagen, ja, wo auch Frauen mitprogrammieren, aber wo man sozusagen als europäische Industrie und auch europäische Zivilgesellschaft sozusagen Stärke entwickelt und sagen so, was wollen wir, wie gehen wir eigentlich mit dem Geschäftsmodell Daten für Informationen, das alles kostenlos um, was ist unsere eigene Haltung dazu und wie kriegen wir da sozusagen auch Energie oder Dynamik oder auch Wirtschaftsdynamik, sowas zu entwickeln. Das alles steckt hinter dem Ansatz Open Web Index. Es ist ein Ansatz und sozusagen es ist eigentlich eine der ersten öffentlichen Veranstaltungen, wo wir das vorstellen, weil wir sagen, man muss da auch ein Stück weit weiterdenken und sozusagen überlegen, wie schafft man da sowas Konstruktives zu bauen. Wer ist die Initiative Open Web Index? Entstanden ist es aus einer informellen Arbeitsgruppe rund um Professor Dirk Lewandowski von der HAW Hamburg und dem Zuma e.V., der, weiß nicht, wer das kennt, den MetaGer. Wer kennt die MetaGer? Ja, doch einige, also sagen eine, die führende deutsche Meta-Suchmaschine, die sicherste deutsche Meta-Suchmaschine, sagen, entwickelt hat, hängt die Uni Hannover und die Uni Hannover
hat sozusagen den Bereich geschlossen und der Summa e.V. hat es übernommen. Die sind sozusagen in diese Diskussion drin, haben auch Erfahrungen, der Summa e.V. ist 2003 gegründet worden, Erfahrungen im Thema Suchmaschinen und deswegen tragen wir sozusagen die Information, die Erfahrungen weiter, die man in Europa mit dem Thema macht. Im Februar 2015 gab es einen ersten Kongress dazu. Die Unterlagen seht ihr da. Ihr könnt euch die Referate anhören. Albrecht Ude war auch da, hat auch ein Referat gehalten und sozusagen über die Hintergründe informieren. Wer steht hinter der Idee Open Web Index? Also es gab ein erstes Manifest, um nochmal zu zeigen, was macht es der Open Web Index. Und da gab es eine ganze Reihe von Webaktivisten, Professoren, die dieses Manifest mit unterzeichnet haben. Worum geht es eigentlich bei der Suche im Netz? Ein paar grundsätzliche Sachen. Ihr seht eine Frau vor lauter Büchern und im Grunde ist es die Frage, die jeder von uns im Netz hat. Das Netz ist groß. Wie finde ich Informationen im Netz? Die Informationen im Netz finde ich mit einer Suchmaschine. Die Suchmaschine braucht, um suchen zu können, einen Webindex und muss sozusagen die Informationen kategorisieren. Sonst funktioniert nichts. Finden im Netz heute ist ganz einfach. Suchmaschinen in Deutschland. 2014 hatte Google noch einen Marktanteil von 91,2%. 2015 hat es schon einen Marktanteil von 94,94%. Und ich zitiere dann immer gern Albrecht, der auf dem Kongress dann gesagt hat, mit dem Überschrift mit Google finden. Weil, wenn man mit Google sucht, findet man nichts anderes, also natürlich schon auch anderes, aber sozusagen vor allem erst einmal Google-Ergebnisse. Ein Drittel der Seite, wenn man mit Google sucht, ist eben mit Google-eigenen Diensten belegt. Und auch mir ist es erst aufgefallen, als man sozusagen auf den Folien gesehen hat, wie das vor 10 Jahren aussah, eine Google-Suche und eine Google-Suche jetzt aussieht. Wenn man sozusagen da reinwächst und es sozusagen schleichend stattfindet, kriegt man das nicht mit. Deswegen ist es auch wichtig, sich das auch nochmal bewusst zu machen und sozusagen auch ein Stück weit anderes Suchverhalten zu lernen. Weil wir denken immer, es geht gar nicht anders, aber es geht auch anders. Veränderungen sind prinzipiell machbar. Das Problem ist aber aus Europa raus, und das merkt man dem Safe Harbor Abkommen, man kann Punktgewinne machen, dass man mal sagt, okay, wir legen uns quer als Europa und man kann auch amerikanische Unternehmen dazu zwingen, bestimmte Datenschutzbedingungen einzuhalten, aber man kann dadurch nicht eine andere Wirtschaftsdynamik erzwingen oder eine andere Logik suchen, anders zu entwickeln oder eben auch Unternehmen anders zu entwickeln, die auf einer anderen Kombination von Suchen und Geschäftsmodellen basieren. Die Herausforderungen für Europa sind also einmal Plattformökonomie. Wir wissen alle das Schlagwort, der Winner takes it all. Suchmaschinen sind digitale Infrastruktur, insofern ist ganz wichtig, was findet man über Suchmaschinen und wer konstruiert die Suchmaschinen und wer den Zugang zu Wissen kontrolliert, wer was weiß und eben auch, wer was nicht weiß. Und da gibt es eben keine Kontrolle über die Zugangsbedingungen. Dirk Lewandowski sagt dann, zugängliches Wissen ist die Quelle von kontinuierlichem Wettbewerb, Innovation und Unternehmertum auf der einen und persönlicher und Meinungsfreiheit auf der anderen Seite. Das ist mir immer wichtig, weil es wird oft sozusagen von NGOs oder von den ganzen Netzaktivisten auch immer argumentiert, als wenn es darum ginge, gegen die Wirtschaft und gegen die Unternehmen sozusagen möglichst frei von kommerziellen Interessen zu agieren. Ich glaube, das ist ziemlicher Unsinn, weil damit schießt man sich völlig ins Aus und man muss eigentlich überlegen, wie kriegt man die kritische Masse, um auch wirtschaftliche Kraft zu entwickeln, andere Lösungen auf die Beine zu stellen. Warum braucht man also einen Open Web Index?
gibt fünf Gründe unserer Meinung nach. Erstens Sicherung kritischer Infrastruktur, zweitens Wiedergewinnung der informationellen Souveränität Europas, drittens Stimulation von Wettbewerb rund um das Thema Suche im Netz, viertens Stimulation der europäischen Start-up- und Internetwirtschaft. Das letzte könnt ihr wieder vergessen, das habe ich vergessen zu löschen. Sicherung kritischer Infrastruktur. Ohne Webindex gibt es kein Internet. Wichtig zu unterscheiden, einmal Suchmaschinen sind Suchmaschinen, also das ist, was ihr seht, aber vorher gibt es eine Infrastruktur, das heißt, die Informationen, die man findet, muss man aufbereiten, strukturieren und sozusagen, das ist der vorherige der Prozess. Und wir sagen, die kritische Infrastruktur, dass sozusagen Daten gesammelt werden und aufbereitet werden, ist eigentlich eine öffentliche Aufgabe, vergleichbar wie früher Bibliotheken. Und deswegen muss man die auch öffentlich lösen und sozusagen das dann auch zur Verfügung stellen. Europa ist die einzige Weltregion ohne eigenen Index. China hat einen, Russland hat einen, die USA hat einen. Deswegen muss man darüber nachdenken, wie kann man diesen Wettbewerbsnachteil aufholen. Und die Wissensgesellschaft ist damit in Europa vom Goodwill anderer Regionen, Staaten und Rechtssysteme abhängig. Der Webindex wird sozusagen außerhalb des eigenen Rechtssystems erstellt. Wiedergewinnung der informationellen Selbstsouveränität Europas. Eine freie Gesellschaft braucht eine transparente und eigene kritische Infrastruktur. Wenn ich darauf angewiesen wird, auch MetaGer ist beispielsweise darauf angewiesen, dass es die anderen Suchmaschinen nutzen kann, wenn die Suchmaschinenbetreiber oder die Indexersteller beschließen, dass es dann zu starke Konkurrenz ist, können sie das einfach abstellen, dann gibt es keinen Index mehr, den man nutzen kann. Insofern ist es da wichtig, sozusagen auch die eigene Infrastruktur herzustellen, auch wenn das niemand von uns direkt sieht. Das Safe Harbor Abkommen zeigt, wie gleichwertig US-europäische Beziehungen ausgehandelt werden. Und es ist gut, dass sozusagen das Gericht aktuell sozusagen die Gewichte neu gerichtet hat. Aber darauf muss man sozusagen konstruktiv aufbauen. Eine europäische Internetwirtschaft entsteht direkt langsam. Und man muss auch überlegen, wie man diese Internetwirtschaft in Europa auf eigene Beine stellen kann und auf den eigenen Beinen dann auch entsprechend unterstellen kann. Ein eigener Webindex führt zu neuen und fairen Geschäftsmodellen im Netz. Wir alle kennen das Google-Geschäftsmodell, nämlich zu sagen, ihr kriegt die Informationen, dafür liefert ihr all die Strukturdaten, die uns interessieren, nämlich wer seid ihr, was tut ihr, was interessiert euch. Das bildet die Infrastruktur, mit der sozusagen die Werbemilliarden dann auch verdient werden. Dafür braucht es ein konkurrierendes Geschäftsmodell. So nüchtern es ist, so richtig ist es auch. Insofern muss man da auch mal ansetzen, wo sind positive Geschäftsmodelle, die man auch weiterentwickeln kann. Der Webindex ist unsere These, bildet die Basis für zahlreiche weiterführende Geschäftsmodelle und Lösungen, die es im Moment noch nicht gibt, aber die dann eben erst mal möglich werden könnten. Stimulation von Wettbewerb rund um das Thema Suchen im Netz. Webindex ist keine Suchmaschine. Das ist wichtig zu verstehen, weil sozusagen die Logik ist, aufgrund der europäischen Erfahrungen, es gab ja schon einmal die Überlegung oder es gab sogar schon einige Millionen, die für die Konstruktion einer eigenen Suchmaschine in Europa aufgesetzt worden sind, die sind klaglos versandet, weil es natürlich die politischen Prozesse zu kompliziert sind, als dass in Europa sowas mit der Dynamik, die sozusagen Silicon Valley oder amerikanische Entscheidungen denn freisetzen können, dass es da konkurrieren kann. Insofern ist die Konsequenz aus dieser Erfahrung ist zu sagen, okay, man muss eigentlich das differenzieren, man muss sagen, der Webindex als Basis des Ganzen muss eine öffentliche Aufgabe sein, muss sozusagen als öffentliche Infrastruktur auch angeschoben werden, aber auf diesem Index, der sozusagen auch also teuer ist zu erstellen, weil es da viel intellektuelle, aber auch Rechnerkapazität braucht. Auf diesem Index können dann unterschiedliche Suchmaschinen aufsetzen und das bedeutet dann eben auch, dass unterschiedliche Lösungen des Suchens erst möglich werden, weil dann Startups, kleine Unternehmen,
neue Ideen darauf aufsetzen können und dann sagen und dann neu starten können. Jemand, der jetzt in dieser Situation mit 94% Marktanteil mit Google konkurrieren kann, der kann das nicht. Es gibt kein Geschäftsmodell, was gegen das Geschäftsmodell des erfolgreichsten Unternehmens der Welt oder eins der erfolgreichsten Unternehmen der Welt aus dem Stand wettbewerbsfähig ist. Deswegen Starthilfe für Wettbewerb. Und Demokratie und Freiheit braucht Wettbewerben, weil nur wenn unterschiedliche Lösungen sichtbar sind, kann man sich auch als Nutzer entscheiden. Und wenn es unterschiedliche attraktive Lösungen sind, kann man sich entscheiden zu sagen, okay, ich mache da auch was anderes, weil ich erkenne, was in welcher Situation gilt. Letzte Stimulierung der europäischen Start-up- und Internetwirtschaft hatte ich schon erwähnt. Ich kriege schon Zeichen, ich muss schneller machen. Insofern springe ich da drüber. Warum Open Web Index? Hatte ich erwähnt, das lasse ich weg. Europa, was nun? Lissabon-Strategie, sage ich immer gern, 2000 war das Ziel Europas, Europa zur technologisch führenden Weltregion zu machen. Was dabei rauskommen sind sinnlose Flughäfen und weitgehend große Autobahnen. Man muss in Europa auch reflektieren, dass politische Prozesse, so wie sie angelegt sind, zu viel Blödsinn führen, weil sozusagen die Selbstreferenzialität politischer Entscheidungen einfach der Dynamik, die anderswo stattfindet in dem Thema Internet, nicht statthalten und insofern sozusagen bescheiden sein und sozusagen da dienstleistend sein als öffentliche Infrastruktur. Die EU-Strategie 2020 heißt, ist ja jetzt sozusagen, ihr wisst alle, mit Herrn Oettinger auch deutsch vertreten. Wir sagen, dass der Open Web Index ein zentraler Bestandteil der europäischen Digitalagenda sein muss. Die digitale Agenda hat drei Stränge. Erstens besserer Zugang für Verbraucher und Unternehmen zu digitalen Waren und Dienstleistungen. Zweitens richtige Bedingungen und gleiche Voraussetzungen für florierende digitale Netze und innovative Dienste. Und drittens bestmögliche Ausschöpfung des Wachstumspotenzials der digitalen Wirtschaft. Dazu braucht es eine eigene Infrastruktur und daran wollen wir arbeiten. Der offene Webindex ist sozusagen eine Fragehaltung und wir sind dabei und haben über den Sommer auch diskutiert, sozusagen, was muss in dieser Fragehaltung auch noch erledigt werden. All diese Fragen muss ich euch jetzt nicht vorlesen, also die Thema, wie crawlt man eigentlich, wie bereitet man auf, welche Schnittstellen sind notwendig, wie muss die Organisationsform eines offenen Webindex oder der betreibenden Institution sein und wie ist die Finanzierung, diese Fragen darüber diskutieren wir. Und Ziel des Vortrags ist jetzt auch, euch zu interessieren, zu sagen, beteiligt euch daran, weil es ist ein etwas komplexeres Thema, aber es könnte auch relevant sein, um da auf die Jahre, in den Jahren auch an Kraft und Dynamik zu gewinnen. Kosten- und Zeitplan des Open Web Indexes gibt es erste Vorstellungen. Unsere Website wird im Moment umgebaut, deswegen gibt es die im Moment noch nicht, aber also in einem Monat müsste die Website fertig sein. Dann stellen wir das auch öffentlich vor und sagen, wie viel Geld ist dann notwendig, was stellen wir uns vor, was erwarten wir auch von der Europäischen Kommission als Anschubfinanzierung für den Open Web Index. Wer mehr Informationen wissen will, findet die unter www.openwebindex.eu und die Informationen über den Kongress Anfang dieses Jahres findet ihr unter searchstudies.org/summa2015html. Besten Dank.